Der siebte Tag meiner Reise. Siebte Tag. Sehr windig und sehr kalt heute. Ich bin hier in 2100 Meter angekommen. Hier hinter mir ist die Dachsteiner Lodge. Trotzdem strahlende Sonne, das sind hier nur 15 Grad im Vergleich mit 34, das man da unten hat. Und hier hinter mir sind das ganze Berg. Guck hier, ist ja wahnsinnig. Und ganz tief da unten ist die Hallstätter See und weiter hinten ist die St. Agatha, wo ich übernachtet habe. Das ist es, das ist die Fünf-Finger-Plattform, die über die Hallstätter See schauen. Ja, die Aussicht ist fantastisch, absolut. Also ja, wenn man die Salzkammer gut hier bereist, sollte man definitiv hier am Dachstein vorbeischauen, oben mit dem Gondel und hier wandern über die beeindrucksvolle Berge, die hier überall die Landschaft beherrschen. So schnell kann es gehen mit dem Wetter da oben. In ungefähr 10 Minuten, das war Sturm und Regen. Regen oder nicht, ich muss zum Hotel. Ich glaube, ich brauche so 1,5 Stunden und es wird kalt. Und natürlich habe ich Regensachen dabei gehabt. Außer heute. Das Wetter droht, zieht immer wieder. Man kann sehr gut sehen. Alles dunkel, Gewitter und Donner und es ist ja wunderschön. Das ist Tag 7 meiner Radreise. Ich bin am Wolfgangsee und es sieht wie ein Meer aus, wegen dem Wind. Gestern hat sehr stark geregnet und man merkt, man ist in die Berge. Ne? Es ist kalt und windig auf dem Fahrrad auch. Ich mache gerade die Mittagpause. Ganz rustikal. Mit der Fahrt durch Hotel fahren. Psch.